Ich schleiche mich mal trotzdem rein. Hallo? Sag jetzt nicht, dass ich irgendein... Ding. Kopfgeld. Nein, okay. Ungeziefer. Ja, das ist der Olaf von der Mühle. Schöne Mühle übrigens. Gefällt mir sehr gut. Der hat ja ordentlich Mehl hier. Wo crunchst du denn dein Mehl, mein Freund? Wo wird dein Mehl zusammen gecrunched? Mein weiß ich nicht. Und ja, es heißt nicht, Getreide wird gemühlt oder gemahlen oder sowas. Nein, gecrunched. Ja, aber ich muss sagen, mit dem Wassermod sieht das Wasser auf jeden Fall ein bisschen flüssiger aus und nicht mehr ganz so laggy. Davor hat es nämlich immer so ein bisschen... Und die Wasserverdrängung soll auch flüssiger laufen, das stimmt. Jawohl. Für die von euch, die sich gerade eben gefragt haben, warum ich zur Hölle zu diesem Mini-Wasserfall gelaufen bin. Wasserfälle heißen für mich seit diversen Rollenspielen schon immer, dass es einen Geheimgang geben muss. Na gut. Hier haben wir nichts mehr. Also... Markieren. 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 Danke. Ich komme wieder. Und dann können wir uns jetzt nach Gilead teleportieren. Das sollte am nächsten sein. Und hier oben in Gilead haben wir auch noch so ein Beschwörerbuch, was wir noch nicht eingesammelt haben. Das kann ich nicht an mir sitzen lassen. What? Gilead. So, wir brauchen zwar eine Teleportrune, aber ich denke, es muss nicht unbedingt sein, dass wir tatsächlich den ganzen Weg bis ganz nach unten nach Gilead wieder laufen. So, mein Eselchen, bevor ich mich um dich kümmere, schauen wir erstmal, wo das Teleportbuch, das Beschwörerbuch ist. Gruft von Gilead. Waren wir da nicht schon? Oh, schau mal einer an. Was haben wir denn da? Eine Gruft. Wie man an der Beschreibung eindeutig erkennen kann. Puh. Nice, ich habe nur 11 Dietriche. Ich muss ordentlich sparsam mit den Dingern umgehen. Vielleicht sollten wir mal, bevor wir in irgendwelche Grüfte hinabsteigen, einen neuen Speicherpunkt anlegen. Warum habe ich mir nochmal das neue Musikpack runtergeladen? Das sorgt echt nur dafür, dass ich mir irgendwelche Schocks wieder unnötigerweise eintreibe. Ich weiß nicht mal, warum ich schleiche. Ich habe nichts auf den Schleichskill und trage schwere Rüstung. Bringt mir nichts. Muss Gefühl befriedigen und fremde Särge looten. Oh. Schleichskill ist gestiegen, das heißt, ein Gegner muss in der Nähe sein. Verdammt. Wo bist du? Wo bist du? Ich habe Angst. Na? Wo? Wo? Na? Na? Oh Gott, wo?
Oh Gott, meine Nerven! Na? Meine Nerven! Wo bist du? Was zum Teufel? Warum zum Teufel? Was? Gott, muss irgendwelche Särge looten, um meine Nerven zu beruhigen. Und auf irgendwelchen Leichen tanzen. No! So, du Sack. Lebst du noch? Ja. Na. Puh. Okay. Okay. Liechs sind kein so großes Problem mehr. Auf dieser Stufe. Aber wehgetan hat er mir trotzdem. Mit seinen Blitzen. Und das Schlimmere war vielmehr, dass er mich so nervös gemacht hat mit der Kampfmusik. Och nö, are you kidding me? Schon wieder. Wo denn diesmal? Haben wir hier schon wieder irgendeine verschlossene Tür? Immer wenn ich irgendwelche Kristalle sehe, habe ich die Befürchtung, dass ich irgendwo einen Teleportstein verpasst habe. Es reicht schon, dass ich bemerkt habe beim Schneiden, dass wir in der vorletzten Ruine einen Teleportstein verpasst haben. Das ist schon schlimm genug. Eigentlich sollte mir sowas gar nicht passieren. Aber wir sind hier in einer Ruine, die kein Kopfgeldauftrag ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind alle Orte, die keinen Kopfgeldauftrag, beziehungsweise die für keinen Kopfgeldauftrag gebaut wurden, beinhalten ein Nerim-Zeichen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das tatsächlich auch stimmt oder ob man mir das einfach nur so gesagt hat. Ich war gerade am anderen Ende der Karte. Wer zur Hölle ist auf mich aufmerksam geworden? Niemand. Ich habe gerade eben die gesamte Gruft durchsucht. Es sei denn, da grenzt noch irgendeine andere Ruine an. Und irgendein Monster ist durch die Wand hindurch aggressiv geworden. Zwei Seelensteine und... ein Almanach der Beschwörung. Ich weiß nicht mehr wirklich, was die mir gebracht haben. Ich glaube einfach nur den Beschwörungsskill ein bisschen gesteigert. Steigen lassen. Na, wo ist er denn? Ach so, ja. Mächtiges Wissen über die Kunst der Beschwörung. Das hier habe ich das letzte Mal übersehen, als ich das Buch gelesen habe. Hier steht plus 5 Beschwörungen. Ich dachte, ach, das wäre 5 Punkte for free. Nice. Nein. Nicht ganz. Man muss 5 Lernpunkte dafür bezahlen. Etwas ätzend. Ich meine, glücklicherweise muss man dann keine Kohle dafür bezahlen, aber... Die Sache ist nur die, dass wir einfach keine Beschwörungen benutzen. Also warum zur Hölle sollte ich dann darauf auch einen Punkt setzen? Auch nur einen einzigen Punkt setzen? So, nach diesem kleinen Abstecher da in die Gruft von Gilead wollen wir diesmal natürlich, nicht zu vergessen, mit unserem Esel zur Goblinhöhle reiten. Oder jedenfalls zu dem Ort, an dem ich die Goblinhöhle vermute, weil so ganz exakt weiß ich das auch nicht mehr. Das ist ja schon eine ganze Ecke her, seitdem wir das letzte Mal dort gewesen sind.
Ja, diesen Mini-Friedhof hier direkt neben Gilead haben wir schon mal geplündert. Das habe ich in Erinnerung. Ich meine, wenn wir als Eterner... Okay, wir sind Halb-Eterner. Aber es reicht schon, dass die einfach Eterner überall und jederzeit beschimpfen müssen. Wenn wir als Eterner immer in den Dreck gezogen werden... Oder als Halb-Eterner halb in den Dreck gezogen werden... dann können wir auch ruhig die Leute ausräumen. Und wenn wir schon so herzensgut sind und nicht ihre Häuser komplett ausräumen... können wir wenigstens ihre Toten leerräumen. Die viel wichtigere Frage ist, haben wir schon diese Truhe hier am Wegesrand ausgeräumt? Und die zweitwichtigste Frage ist, wie oft habe ich das Wort ausräumen jetzt benutzt in den letzten 3 Minuten? Nicht mehr weit? Go, 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 Wolf gegen Reh! Ich glaube, ich war irgendwie das interessantere Ziel. Er hat sich nach mir umgedreht, geh weg! So, hier wurde ich überfallen, das weiß ich noch. Am Ende dieser Brücke, da kamen diese Wegelagerer. Ach genau, da ist das Lagerfeuer am Wegesrand. Am Flussesrand, wohl eher. Ich kann mich nämlich erinnern, dass in der Nähe der Goblinhöhle hier noch so eine Feuerstelle war. Oder auch 2 Feuerstellen. Kurz nachsehen, nur für den Fall, dass dieser Wolf ein besonders penetranter Wolf war. Und irgendjemand von euch, das muss ich unbedingt noch loswerden, hat auf mich aufmerksam gemacht. Die Aufnahme, als wir hier zum ersten Mal rübergegangen sind, das war ja in Folge 9, 10 oder 11. Wir sind hier über die Brücke gegangen und am oberen Bildschirmrand sind Greifen oder sowas vorbeigeflogen. Das hat mich... Irgendjemand hat vor kurzem, also so vor 2, 3 Wochen einen Kommentar geschrieben... Und das hat mich so überrascht, weil ich habe das dann auch gesehen. Und ich dachte mir echt, was zur Hölle? Hat dieses Spiel Greifen oder was ist hier los? Das hat mich sehr überrascht. Ich würde sagen, wir testen einfach mal diese verfluchte Axt an dieser Stelle. So, meine Freunde. Diese dreckige, versiffte Höhle. Die bringen 100 Erfahrung, ist trotzdem eigentlich ganz gut. So. Ja, jetzt läuft er wieder. Nein, das sollte eigentlich ein Feuerball werden. Wo seid ihr? Habt ihr Bogenschützen? Gott, sind das viele! Ich glaube, so ganz unbedacht rein will ich hier auch wieder nicht. Huch, der war schon tot. Au! Diese Höhle ist ja ein bisschen Goblin-versiffter als erwartet. So, wo seid ihr? Stone räumt das Feld von hinten auf. Gott, seid ihr viele! Kommt her, kommt alle her! So, wie gut, dass ich dieses Leben entziehen drauf habe. Ja! Auch wenn ich vom Leben entziehen an sich gerade nicht so viel spüre, ganz ehrlich gesagt. Lebenspunkte heilen wird jetzt auch nicht so mega wirken, weil wir keine Ausdauer mehr haben. Bleib stehen! Da sind noch 3 Stück. Bleibst du stehen? Ich glaub's ja nicht, wir sind in einer uralten Goblin-Höhle, auf die wir ganz am Anfang gestoßen sind und wir müssen tatsächlich irgendwelche Heiltränke schlucken. Ihr könnt froh sein, dass ich so langsam bin, sonst wärt ihr schon alle längst tot gewesen. Oh, Berserker-Style. Ich glaube, Pfeile blocken bringt gar nichts.
Da, komm. So. Huh. Einfach mal mit der verfluchten Axt ein bisschen um sich geschwungen. Boah. Das war heftig. Nicht unbedingt, weil die einzelnen Goblins irgendwie super schwer waren, sondern viel eher einfach, weil es so viele waren. Das hätte ich damals mit meinem Level niemals geschafft. Das ist hier die reinste Todesfalle. So, immerhin können wir jetzt ganz angenehm hier alles aufräumen gehen. Boah, ist die Musik geil. Jedes Mal, wenn ich ruhig bin, dann wisst ihr Bescheid. Stone hört sich gerade die Musik an. Boah, sieht das stylisch aus hier. Die Fackel packen wir mal trotzdem aus. Für den Fall, dass wir in irgendeiner Ecke hier irgendein Nerim-Zeichen übersehen sollten. So wie ich euch kenne, werdet ihr wahrscheinlich aber viel eher das Nerim-Zeichen finden als ich. Weil ich mich hier mehr so aufs Wesentliche, wie das Looten und so weiter, konzentriere. Moment, da kommen wir her, ja? Jawohl. Was haben wir hier noch? Hier soll noch irgendwo ein Buch sein. Hä? Ach, das ist eine der Höhlen da unten, einer der Höhleneingänge, die wir unten gesehen haben. Wir wollen aber hier jedes Eckchen mitnehmen. Wer weiß, ob die Leute eigentlich doch, eine Kiste versteckt haben, irgendwo zwischen den Büschen und Blättern. Dort, wo man es am wenigsten erwarten würde. Huch. Haben wir euch alle. Oh. 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 Da haben sich die Goblins ordentlich was hier zusammengehäuft. Rune garstigen Kobold erwecken. Eine Teleportrune, sehr gut. Damit sind wir schon mal nicht umsonst hier gewesen. Oh, Kohle. Oh, wow, gibt's hier viel Kohle. Krass. Ich möchte nur nicht unbedingt hier die ganzen Schädel einsammeln. Was haben wir denn noch? Irgendwelche Edelsteine. Moment. Mal diese ganzen Knochen hier. Oh, eine Fackel. Hehe. Oh, noch eine Fackel. Ein Hammer, oh. Es lohnt sich, diese ganzen Knochen hier mal ein bisschen beiseite zu ziehen. Eisenbarren, ah. Hammer, ah. Magietrank, Magietrank. Kommt, weg da. Jede einzelne Münze werde ich jetzt nicht unbedingt aufheben. Gott, diese dreckigen Goblins, die können auch nicht ihre Essensreste von ihrem Schatz unterscheiden. Mein Schatz! Wer von euch war alles schon in Herr der Ringe? Herr der Ringe, was laber ich? Der Hobbit! Das ist ja vor kurzem rausgekommen. Ich war noch nicht. Wir spielen ein RPG. Die Frage ist durchaus legitim. So, ich hoffe mal, dass ich hier nichts verpasst habe. Ganz nebenbei könnten wir uns eigentlich auch mal wieder etwas heilen. Oh, was haben wir da? Nein! Ich wollte doch nur die Münzen aufheben. Oder sind das Kerzen? Raulederschuhe will doch niemand. Almanach der Beschwörung. Ich frage mich auch, ob wir die Quest als erledigt abgestempelt bekommen. Das grüne Licht finde ich übrigens sehr hübsch. Als erledigt abgestempelt bekommen, wenn wir alle Bücher gelesen haben, oder müssen wir einfach nur alle Bücher einmal eingesammelt haben? So, ich habe 12 Eisenpfeile in mir stecken, die wollen wir mal kurz rausziehen. Sämtliche Blutungswunden, die dabei entstehen, ignorierend.
so, mein treuer Esel. Da wir jetzt einen Esel haben und ich ihn hoffentlich demnächst nicht mehr auf meinen Reisen vergessen werde, wollen wir den auch mal aktiver mit einbeziehen? Meine Notizen habe ich wie immer nicht offen, aber ich habe in Erinnerung, dass mir irgendjemand gesagt hat, Stone, wenn du dich bei den Goblins bei den Goblins dich rächen gegangen bist, geh mal nach Osten. Denn im Osten soll es angeblich irgendeine Ruine geben, die eigentlich ganz lohnenswert ist. Wie lange nehme ich schon auf? Oh, schon eine Stunde. Und eine andere Sache? Hier, die Kopfgeldquest. Genau, die Kopfgeldquest war hier auch in der Nähe. So, mein lieber grauer Esel, so. Ich lasse dich mal hier stehen. Ich habe nämlich ganz ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, dich mit zur Kopfgeldquest zu nehmen. Falls nämlich, okay, die Person steht nicht draußen, weil der Pfeil rot ist. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass hier bei den Wildtieren und alles, das ist ja noch alles unerschlossenes Gebiet. Was? Warum hat das den Wolf nicht getroffen? Was? Meine Feuer... Habt ihr das gesehen? Die Dinger fliegen durch den durch. Hallo? Was zum Teufel? Ja, jetzt geht's auf einmal. Hui! Ja, ein paar Pflanzen. Hier war noch irgendwo ein Gebirgsjäger. Ich habe den ganz genau gesehen. So ein Löwe. Geparden. Hybrid. Mischlings. Dingens. Kampfmusik. Und noch ein Wolf. Nein. So. Stone, wieso verbrauchst du so viel Mana, obwohl das nur so leichte Gegner sind? Mit deiner Axt bräuchtest du nur ein oder zwei Hiebe. Das ist ganz einfach. Huch. Dankeschön. Das heißt, wir sind jetzt sogar Athletik... Geselle vielleicht? Immer wenn wir so ein größeres Level abbekommen für irgendeinen Skill, dann muss ich auf jeden Fall immer gucken. Genau, 25 Lehrling, also was heißt genau? Nicht genau Geselle, sondern genau Level abbekommen und so. Eigentlich hätte ich meinen Esel doch mitnehmen können für die Strecke. Das ist so weit hier um Himmels... Oh, oh, Jesus. Oh nein! Geh weg! Oh, gerade eben schon ordentlichen Schock bekommen, weil das wieder irgendein erkränktes Hirschlein war. Ein erkrankter Hirsch. Und sich von dem treffen zu lassen, ist nicht so gesund. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wow, okay. Wie heißt der Ort hier? Die Hügelgräber. Wow. Und hier haust also die Todesfee. Unser nächster Auftrag. Das sieht schon mal alles andere als einladend aus. Aber ich bin verdammt neugierig zu wissen, was da sein könnte. So neugierig ich auch bin, ich muss leider die Aufnahme an dieser Stelle abbrechen. Ich nehme unter der Woche auf und habe nicht sehr viel Zeit. Also sehen wir uns das nächste Mal. Bis gleich, Leute.